alle so Daumen nach unten. Die Abo. I hate das ist jetzt so kindisch, ja. Konfetti-Tan. Herzlich willkommen bei Yam Tam Tam. Das ist Nico, ich bin Melissa. Wir machen heute einen Papageienkuchen. Es wird also schön bunt und auch sehr einfach. Und auch sehr einfach. Papagei, weißt du? Ach so. Als erstes machen wir eine Butter-Zucker-Mischung. Schön. So, wir geizen heute nicht mit der Butter. Ich merke das. Oh. But, ihr seht schon, die Butter muss weich sein, weil wir schlagen die gleich auf. Ja. Falls ihr das mal vergessen habt, stellt die einfach kurz in den Ofen oder in die Mikrowelle. Aber aufpassen wegen dem Papier, dann knistert es. Dann natürlich Zucker. Ich komme dazu mit dem Vanillinzucker. Oder auch nicht. Doch. Stau auf der B19. Und Vanillepaste. Das ist ja so ein richtiger Kindergeburtstag-Klassiker. Gab's das bei dir? Nee, gar nicht. Bei mir gab's das lustigerweise auch nicht, aber gab's das bei euch? Schreibt mal in die Kommentare, was so ein klassischer Kindergeburtstagkuchen bei euch war. Wir haben aber ja mal meinen trashigen Geburtstagskuchen hier nachgebacken vor ein paar Wochen, Monaten. Das war sehr witzig. Streich doch einfach ab. Ich finde das lustig so. Okay. Ja, als ob du noch nie Spaß beim Kochen hattest. Das Ganze schlagen wir jetzt. Schau mich auf. Hier kommen nach und nach 6 Eier rein, während des Rührens. Oder? Ja. Okay. Okay, wie du so die Leute fragst. Und die Leute so. Du weißt ich schon, ich gucke ein Kochvideo, damit du es erklärst. Es ist ein Kindergeburtstagskuchen, weil ich wusste, dass ein paar Leute da draußen. Das ist einfach interaktiv. Habt ihr mich gehört? Wie viele Eier sind in der Box? Richtig! Ei Nummer? Eins, ja, richtig! Alle so Daumen nach unten. Die Abo. I hate das ist mir zu kindisch, ja. Wir brauchen Weizenmehl. Dazu kommt eine Packung Backpulver. Wow. Eine Prise Salz. Und 120 Milliliter Milch. So, rein damit. Zack. Diese winzige Schüssel heute. Nur aus Comedy-Gründen. Ja, egal. Alles voll. Alles voll. Alles voll. Alles voll. So wie dein Leben mit den Papageien. Wäre das nicht schön? So, jetzt kommt der spaßige Teil. Wir färben ein. Ja. Ich finde ja Kuchen, der gefärbt ist, ein bisschen komisch. Wirklich? Ich weiß auch nicht. Hä? Aber du magst es ja voll, ne? Ja, ich finde das ja super. Ich fange schon mal an zu färben, ja? Ja. Ich nehme Rot. Weil Ginger. Hattest du mal Vögel als Haustiere? Nee. Du? Wir hatten einen Wellensittich, den haben wir gerettet. Mm. Der war super. Look at this. Ja. Okay, weißt du, ich so ein perfektes Rot und du so, nein, das muss heller werden. Selber schuld, wenn du anfängst. Tja, warst du früher eine Schleckerin auf den Teig bezogen jetzt? Ja, klar. Hey, das ist das Allergeilste. Das stimmt. Immer schön die Schüssel auskratzen. Ich will mir da auch als Kind nie Bauchweh danach. Nee. Da ging das alles noch. Hast du jetzt Bauchweh danach? Ich mach's einfach nicht mehr, keine Ahnung. Grün. Fun Fact, das war wohl ein Klassiker aus der DDR. Mhm. Und dann gab es aber irgendwie nur drei Farben. Was war es? Braun, Rot und Gelb. Und Gelb hat man mit Vanillepudding gemacht. Braun mit Kakaopulver. Und Rot mit Erdbeerpuddingpulver. Das ist lustig. Lustig, ne? Wir nehmen jetzt einen Backrahmen. Ihr könnt aber eine Springform benutzen. Was gibt's noch? Eine Kastenform. Was immer ihr wollt. Wir sind gar keine Form im Notfall. So, wir sind heute fancy einfach unterwegs. Mhm. Und mit den Farben verhält sich es genauso, umso bunter, umso besser natürlich. Aber wenn ihr noch irgendwas zu Hause habt, was weg muss, dann nehmt halt einfach das. Okay, ja, und jetzt wird das da einfach reingekleckst. Ja, wie so ein Zebrakuchen so ein bisschen. Ja. Und ihr dürft nicht so faul sein, wenn man viele kleine Kleckse macht, wird es lustiger. Ich glaube, das ist eigentlich, was ihn zum Kinderkuchen macht. Ja. Dass man hier jetzt so rumsauen kann. Das macht schon Spaß. Das macht Spaß. Okay. Sehr schön. Der backt jetzt fertig, dann musst du ja komplett auskühlen und dann kommt noch Zuckerguss drauf und Konfetti. Wichtig. Kuchen ist komplett ausgekühlt. Ja. Dann stürzen wir den jetzt mal.
Und. Wow! Ja. Wie schön er ist! Oh. Ich finde die Poren auch richtig schön auch. Ja. Cute. Richtig süß. Gut. Okay, dann Zuckerguss würde ich sagen. Okay, einfach Zucker. Zuckerguss nehmen. Einfach. Ja, jetzt nehmt ihr einfach Zuckerguss. Einfach Puderzucker mit Zitronensaft vermengen. Nicht zu viel nehmen, damit es zu. Jetzt vorbei. Okay, einfach Puderzucker und Zitronensaft nehmen. Nicht zu viel nehmen, dann wird es zu flüssig. Wir wollen es schon dickflüssig haben. Mhm. Genau. Zuckerguss ist echt so eine Sache. Du guckst einmal hin, dann blinzelst du und dann ist es zu flüssig. Maybe it's a you problem. Mit dem Blinzeln aber auch. Vielleicht blinzelst du einfach zu lange. Ja, ich blinzel zu lange. Ich bin zu langsam. Weißt du, als wir meinen Geburtstagskuchen gemacht haben, hatten wir viel zu viel Flüssigkeit. Ja, den Stinkmaufskuchen. Ja, der Stinkmaufskuchen. Stinkmaufs. Richtig peinlich. Ich finde, das passt so. Das ist wunderschön. Look at this. Ja, na dann. Oder? Okay. Gut. Jetzt kommt der wirklich spaßige Teil. Ja, haben wir so einen Arsch. Konfetti-Tan. Ich hab so große Wurstfinger. Konfetti. Ja. Gut. Wenn das kein Kindergeburtstag ist, dann weiß ich auch nicht. Trocknen lassen und probieren, würde ich sagen. Ja. Wow. Oh. Bitte süß. Cute. Als Kind hätte ich auch geglaubt, jedes schmeckt anders. Ja. In meinem Kopf ist es auch irgendwie so. Mhm. Okay, was schmeckt nach was? Rot nach Erdbeer, gelb nach Vanille, blau nach grün nach Waldmeister, lila nach Blaubeere. Aha. Und, nein, doch ja, und blau nach Kokos. Kokos, ja, das passt. Gut. Na dann. Dann let's celebrate. Happy on birthday. Happy on birthday. Cheers. Ey, so ein ganz klassischer Kindergeburtstag-Rührkuchen. Er schmeckt so, wie er aussieht. Ja, absolut. Mhm. Bisschen süß, durch den Zuckerguss, bisschen nach Zitrone, oben knackt's. Oben knackt's, das ist super. Gut, Leute, macht das nach, es ist auf jeden Fall sehr lustig geworden. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss. Bye.